Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Dunlos, der Let's Play Opa, tatsächlich immer noch. Und weiter geht es hier mit Foundation. Und ja, da gehen wir doch mal direkt ran ans Geschehen hier mitten im Markt. Und man sieht hier das eifrige Treiben. Erfreulich, erfreulich. Da kam auch gerade noch jemand neu hinzu zu den arbeitslosen Dorfbewohnern. Und ja, hier sieht es im Augenblick wieder gar nicht so ganz so gut aus. Ja, in der letzten Folge hatte ich mich dann noch ein bisschen gefreut und so, oh, da sind doch so ein paar Sachen fertig geworden und besser geworden und fertig geworden auch. Ja, wie man jetzt gerade fertig geworden, aber auch besser geworden. Und ja, schon wieder alles nee, von gestern. Hier wird eine weitere Schmelze hochgezogen, da wird eine Kirche hochgezogen. Und ich hatte ja überlegt, hier, das sollte ja alles weg. Dafür hatte ich ja jetzt da die Holzfäller. Und ich habe in der letzten Folge ja noch peinlicherweise entdeckt, dass da noch andere Holzfäller irgendwo rum existieren, die momentan nichts zu tun haben. Und da werde ich aber ganz schnell Abhilfe schaffen. Wird geschehen. Und zwar setze ich jetzt hier noch eine Holzfällerhütte hin. So dreist bin ich. So, die wird ja erstmal gebaut. Und es fehlt mir mal, wo fehlt Material für Bau? Ja, mein Gott, warte mal. Einen Auftrag gegeben, sind schon am Meckern. Ich weiß, dass das hier alles ein bisschen eng ist. Ich überlege sogar, dass das hier so eine dauerhafte Sache werden könnte. Ne? Hier irgendwie ein Holzfäller, da vielleicht noch. Und dann kommt hier noch auf jeden Fall so ein Förster hin. Und dann mache ich hier Holzproduktion. Eventuell ist im Augenblick so noch im Hinterkopf, weil ich meine, gut, wir haben jetzt im Augenblick haben wir jetzt über 170 Holzstämme hier rum existieren, aber ich will, die müssen hier gut versorgt sein. Und im Moment sieht es hier kohlemäßig erfreulich gut aus. Das soll so bleiben. Auch Eisenerz ist hier zumindest ganz gut dabei. Hier fehlt es im Augenblick noch an Eisen, aber der Eisen wird produziert. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt hier etwas besser entwickeln wird. Und dann letzten Endes hier entsprechend dann auch in Werkzeug niederschlagen wird. Bei der Gelegenheit, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Militärmissionen sind auch verfügbar, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Naja, das muss noch ein bisschen warten. Ich meine, ich bin ja am Schimpfen hier von wegen Handel und so, ne? Das gehört mir ja alles nicht so hundertprozentig. Aber wenn man das hier schon anbietet. Meldung geht runter. Da muss ich mich unbedingt drum kümmern. Obwohl wir haben. Also Stoffe haben wir jede Menge. Wolle ist auch jetzt nicht wenig da, aber. Okay. Da muss ich was machen. Das wird das nächste sein. Das sind irgendwo Dinge, die halt brennen auf einmal und dann muss man sich darum kümmern, sonst weiß ich nicht. Ich habe unheimlich viele Beeren, ich verkaufe wenig Beeren. Produziere sehr viel, aber verkaufe hier innerhalb des Ortes weniger. Ich könnte natürlich jetzt hier hingehen und auch da entsprechend Sachen verkaufen, aber das halte ich erstmal noch. Also mache ich erstmal noch nicht. Da bin ich erstmal vorsichtig. So, gewöhnliche Kleidung, das kann so bleiben. Verkaufe ich. Wetter verkaufe ich. Könnte verkaufen Wolle, Stoff. Aber da müsste ich entsprechende Abnehmer haben und die habe ich nicht. Handelsrouten, genau. Die möchten haben Bären. Wein habe ich noch nicht. Wetter brauche ich selber. Steinblöcke, ja. Brot brauche ich selber. Werkzeug um Gottes Willen. Das macht die schon. Schmuck habe ich selber nicht genug. Honig. Wäre eine Möglichkeit, wo sie erstmal noch gucken. So, möchte kaufen. Entschuldigung. Rutscht einmal die falsche Abteilung. Da wollte ich hin. Möchte kaufen. Habe ich selber nicht. Gold. Der möchte Kleidung haben. Also. Gehe ich ja gerade in die falsche. Also nur der mit Kleidung kauft. Hat gerade irgendwas falsch gesehen. Goldmünzen für Honig. Gibt er. Und wer war das, der das verkaufen möchte? Alles klar.
Dann war hier der entsprechende Abnehmer. Also das wäre eine Möglichkeit besser. Ja, muss mal gucken. Kerzen ebenso. Ja gut, da geht erstmal nichts. Dann, was ist hier mit Militär los? Armee. Militärmission verfügbar. So, was ist das? Einfach, weit entfernt. Dürfte funktionieren. Bin ich das verschoben? Nein, das bin ich nicht verschoben. Dann muss ich mich daran halten. Wie sieht es mit meinen Leuten aus? Soldaten da. So, ich habe zwei Verwundete. Ja, nee, gut, da muss ich noch ein bisschen warten. Lass mich doch mal nachdenken. Das ist, wie gesagt, Leute da gefährden, unnötig gefährden. Mag ich nicht so dringend. Muss ich hier keine Militärmission durchführen. Wir kommen auch so ganz gut bis jetzt noch über die Runden. Dass ich den Input nicht unbedingt brauche. Hier habe ich Kohle bis zum Abwinken. Ich habe Glas bis zum Abwinken. Ja, das ist halt bekannt. Schwerter. Okay. Das ist soweit in Ordnung. Gut. Gut. Wie weit sind wir denn mit einer gewissen Baustelle? Bevor ich das wieder aus den Augen verliere. Wo war es denn jetzt? Orientierung. So, Ort wird einfach zu groß. Das ist es nämlich. So, das wird noch dauern. Auch das wird noch dauern. Gehen noch mal ganz kurz hier rein. Letzten Monat. Gebäude. Bäckerei. So, wir haben Bienenzug läuft. Eisenschmelze ist im Bau. Holzfällerlager ist im Bau. Das blüht. Und ich habe hier einen Marktstand, der irgendwie noch... Ah, der ist jetzt fertig, aber noch nicht besetzt. Okay, was biete ich an? Käse, gewöhnliche Kleidung. Ich brauche da zwei Leute direkt vergessen. Achso, das war erstmal so pro forma, hatte ich mir ja gedacht. Naja, aber gut, dann machen wir das jetzt aktiv. Dann ist das erledigt. Ein neuer Bewohner ist auch schön. Ansonsten, hier ist noch ein Milchhof, der wird gebaut. Gut, Hochbüro, bla bla bla. Okay, das soweit dazu. Dann hatte ich ja gesagt, ne, von wegen hier Kleidung. Das wird langsam eng. Ich brauche da noch Schneider. Überhaupt einfach mal. Kriege ich hier noch eine Schneiderei hin oder platzt das hier alles aus allen Nähten? So, ich bin bei der Ressourcenproduktion. Da müsste ich ja eigentlich richtig sein. Sägewerk hast du nicht gesehen. Waffenschmiede. Was bin der? Drei? Weiß ich mir jetzt noch? Hallo? Moment, Blick. Warenproduktion. Ah ja, eine Ware. Schneiderei macht Sinn. Kriege ich hier noch eine Schneiderei? Das sieht, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt aus. So oder so. Ist, glaube ich, egal. So, das muss auf jeden Fall noch geschehen, dass wir da hier jetzt da hochziehen und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze auswirken wird. Hier wird eifrig schon der Baum geschlagen, das ist nett. Okay. Trinken ist denen egal, brauchen die nicht. Aber am Meckern von wegen, wir haben nicht genug. Hier ist zufrieden, hatte schon auf 90 wieder runter. Warmangel minus 2, Wasser minus 3. Hallo? Soll ich euch dahin tragen oder wie oder was? Ja, dann nehme ich den da weg. Wenn die das da nicht wollen oder so, ich weiß es nicht. Da existiert ein Brunnen, dann setze ich einen Brunnen hier noch hin. Also haben sie den direkt am Weg. Vielleicht das wohl lieber. Ich, keine Ahnung.
das leidige Thema Wasser. Da habe ich kurz den ersten Brunnen hingesetzt. Da ist ein Brunnen. Wie sieht es hier bei euch aus? Da wird eifrig das Holz geschlagen. Hier ist ein Brunnen. Ich kann natürlich auch hier noch einen weiteren Brunnen hinsetzen. Also ein Brunnen soll es letzten Endes nicht scheitern. Aber ich finde das irgendwie lustig. Na gut, hier kann ich verstehen, da arbeitet aber im Prinzip außer jetzt Bauarbeiter niemand. Da ist ein Weg. Dann würde ich sagen, warte mal. Geht das hier so hin? Und da noch einen Brunnen hinsetzen. Also hier sind Brunnen. Oder da fliegt jetzt einer. Könnte. Was wird? Setzen wir hier auch noch einen. So. Okay, das ist soweit zum Thema Brunnen. Mir läuft die Zeit davon. Ich bin mit Brunnenbauen beschäftigt. Ganz toll. So. Gut, Holz wird geschlagen. Zufriedenheit 93. Das geht mal ein bisschen rauf und runter. Warenmangel steigt an. Da wird mich wahrscheinlich der Nächste irgendwann verlassen. Bären war das Thema. Ich habe relativ wenig. Also, ne, wir haben einigermaßen Brot. Käse geht so. Bären wären zu wenig angeboten. Da sind Bären ganz groß dabei. Hier habe ich nur Brot. Achso, nee. Wenn dann so. Lebensmittelstand. Bin ich hier einen hin. Ja, was mach ich denn? Ich bin irgendwie unkonzentriert. Ich weiß nicht warum. Irgendwie bin ich nicht so ganz bei der Sache. Schild, geht das so? Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal, aber geht. Dann erstmal bauen. Ah, nicht schon wieder, meine Güte, die anderen losreißen. Zusammen, was ist los? Mich gerade selber auffallen. So, da sollen dann auch Bären angeboten werden. Wird hier schon was verkauft? Jo, Brot und Bären, das ist schön. Rein, rein. Fünf Arbeitslose, das soll, daran soll es also nicht scheitern. Genügend Leute habe ich im Augenblick noch. Also, egal, gut, da werden sowieso Leute entsprechend Arbeit finden, die jetzt im Augenblick unnötig in der Gegend rumrennen. So, okay. Boah, es war ein Getümmel. Ein Getümmel und ein Getümmel. Bürger. Zufrieden. Oh mein Gott. Ich kann aber keine. Ich habe hier nicht die Möglichkeit, Beförderungen durchzuführen. Würde hier auch nichts mehr bringen. Die gute Dame ist schon Bürgerin. Und es sind ja immer die Bäcker, die auch abhauen. Warte mal. Woran hapert es denn bei ihr? Sie hat gerade frei. Warenmangel. Ja, das ist ja. Ja, hier diese Pflanze Waren. Das ist es eben. Gewöhnte Kerzen und Haushaltswaren. Jetzt einiges an Honig. Wird auch Kerzenwachs angezeigt. Golderz.
Sehe ich das jetzt nur nicht oder wird es tatsächlich nicht angezeigt? Normalerweise wird ja eigentlich, oder sollte ja eigentlich alles angezeigt werden, was so produziert wird. Hier haben wir Nahrung, Kleidung und so weiter, Standardrohstoffe und Werkzeuge. Wachs. Wachs. 89. Okay. Warenproduktion. Transport. Oh, Moment. Das ist nur dieser eine Bereich. Mal durch. Hopfenfarm, ja. Brauerei. Sieht ganz danach aus. Jagdhütte. Käserei. Milchhof. Bäckerei. Hallöchen. Bild schon im Menü. Was ist das? So, Fischerei, Sammelhütte. Wo ist denn hier? Hier, Warenproduktion. Ja klar, wenn man Juwelier habe ich, Goldschmelze, Kerzenmacher. Der braucht natürlich Werkzeug, ganz klar. Achso, für den Bau. Ja, okay. Kerzen bestellt her. Zwei Kerzen aus zwei Einheiten Wachs. Einmal Eisen und einmal Werkzeug. Das ist, ja, genau. Das war der Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie mit dem Eisen und mit dem Werkzeug ist immer so ein bisschen problematisch. Ein Boot nähert sich euch im Dorf. Was will er wohl wollen? Was Möglichkeiten? Ich muss unbedingt eine Kerzenmacherei hier hinsetzen. Noch als zweite Sache. Und naja, bis dahin ist er nicht mehr allzu weit. Wir folgen dem mal. Die Zeit nehme ich mir jetzt einfach mal. Was ist die Zeit eigentlich? Die rennt. Die rennt, die rennt, die rennt. So, zack, ist er drin im... Was macht er da? Mit dem Pferd da rein? Ja, toll. So, was will er denn? Aufgabe, bla, war ja voll, bla, bla, bla. Was will er denn? Fisch? Habe ich selber nicht. Du bist so ein Spaßvogel, mein Freund. Ja, achso, genau. Kerzen, wo setze ich die hin? Das ist die nächste große Frage. Gut. Ich sag mal so, Wachs wird wo produziert? Wo ist nochmal das Kloster? Hilfe, Orientierung. Da. Und dann würde es sich ja auch anbieten, hier irgendwie den Wachsmacher zu basteln. Hier wird allerdings eifrig gewohnt. Der Wachsmacher, sag ich schon, der Kerzenmacher natürlich. Kerzenmacherei. Vielleicht. Ups. Hier so hin. Macht das Sinn? Die Zeit nehme ich mir jetzt noch, dass ich das Ding jetzt wenigstens noch hinsetze. Da sind Zugänge, da sind Zugänge. Dann würde ich sagen, komm, egal. Ich setze den einfach mal hier so hin. Bauen. Und damit ich auf der einen Seite hier diese Haushaltswaren habe und auf der anderen Seite die Kerzen habe, denn das ist das, was die ja wo die ja rummeckern, ne? Da haben wir nicht genügend von, hier haben wir nicht genügend von und das muss ich unbedingt anbieten. Da komme ich so nicht weiter. Oh, Beförderung ist verfügbar. Das mache ich dann auch noch eben. Ja gut. Ich schau mal. Null. Ich glaube, null ist da was immer angezeigt wird. Also Minus wird, glaube ich, gar nicht angezeigt. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ich gehe mal ganz kurz die Liste durch. Da sind wir. Okay. Oh, Moment. Da haben wir minus 2. Halten wir mal ganz kurz dagegen. Ob das was bringt, ist immer noch die Frage, aber ich bilde mir ein Ja. Und ich weiß ja, die Bedürfnisse steigen dadurch, ganz klar. Aber das Spiel soll ja auch herausfordernd bleiben. Ja, ich gehe nur mit Leibeigenen oder Neuankömmlingen arbeite, dann ja, weiß nicht, das ist dann auch nicht so gewinnbringend. Letzten Endes.
So. Die größten Meckerer versuche ich also erst einmal mit Beförderungen zufriedenzustellen. Und damit ist dann auch wieder die Folge zu Ende. Meine Güte, nee. Dann geht ja hier Schlag auf Schlag. Es bleibt nach wie vor herausfordernd, was gut ist. Was gut ist? Monatlicher Report. Oha. Sieht nicht so gut aus. Ja, minus 800 könnte natürlich mit daran liegen, dass ich jetzt hier so ein paar Bauaufträge gestartet habe, dass ich hier eine Leute hier befördert habe und so weiter und so fort. Wir kriegen nichts Neues dazu. Warum? Und vier Durchreisende entscheiden sich. Ist nicht so dolle. Ja, im Augenblick sieht es nicht ganz so gut aus. Wenn ich mir das hier anschaue, kommen mir die Tränen. Aber bis auf den einen Gemeinden hier, die ich gerade hier sehe, habe ich hier auch noch die Möglichkeit, die Leute hier irgendwie weiter zufriedenzustellen oder eine Höhe zu befördern. Das geht halt nicht. Gut, wir schauen mal, wie es hier mit Hügelhausen weitergehen wird. Die Woche war hier so ein bisschen rumgefrickelt. Ne? Hier mal gucken, da mal gucken. Ein paar Sachen gebaut. Werbungsmäßig irgendwie so Kirchen, habe ich so das Gefühl. Ja gut, die eine oder andere Produktionsstätte. Holzfällerlager von hier nach da verlegt. Mehr war im Prinzip nicht. Brunnen bauen ist auch immer angesagt. Und finanziell geht es uns im Augenblick nicht ganz so gut. Ja, die Schneiderei, ne, ganz klar, die ist auch schon fertig, kann das sein? Ich sehe das gerade. Das muss hier das Gebäude gewesen sein. Moment, genau, das machen wir noch eben. Hier ist noch eben der Schneider eingestellt. Und, ja, mehr macht aber auch für diese Woche erstmal nicht. Und, dann schauen wir mal, was uns so in der nächsten Woche widerfahren wird. Thema ist nach wie vor, Schieben der Nahrungsproduktion auf der einen Seite, ne? Also da muss ich drauf achten, hier, ne, ich will mehr Brot produzieren, nach Möglichkeit auch ein bisschen mehr Käse produzieren und ich muss mehr Bären verkaufen, ich muss mal die Märkte durchgehen und wobei ich glaube, das wäre eventuell eine Sache, die ich mal offscreen mache, weil so interessant ist das ja dann auch wieder nicht, wenn ich da einfach nur die schon bestehenden Märkte da erweitere. Schaue ich mal, also ne, dass ich, wenn ich die Zeit finden sollte, dass ich da in dieser Richtung da was mache. Und ja, was hatte ich noch? Ja, wie gesagt, also eine Produktion von Nahrung steht auf dem Plan, ganz weit oben. Produktion von Haushaltswaren nach wie vor und jetzt halt hier auch mit den Kerzen und so. Da muss ich unbedingt dran feilen, dass die Zufriedenheit weg in dieser Richtung und mir hier die Leute nicht ständig wegen Mangel an Waren abspenstig werden. Ja, puh. Wie gesagt, es bleibt herausfordernd. Ich bleibe weiter dran und dann schauen wir mal, was uns so in der nächsten Woche widerfahren wird. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.